und herzlich willkommen bei Grizzles Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute überrasche ich euch mit einem ganz tollen Rezept. Es eignet sich perfekt als Vorspeise, als Abendessen oder auch als Mittagessen für manche. Und sieht auch noch originell aus. Es sind nämlich kleine Kartoffelröschen und die auf einem leckeren Salatbukett sind einfach nur phänomenal lecker. Also ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit dem Rezept. Ich habe mir schon mal alles geholt, was wir brauchen. Einmal eine Muffinbackform, eine ganz normale. Ihr seht, man braucht die Muffinbackform auch nicht nur für süße Rezepte. Die sprühe ich hier schon mal mit Backtrennspray ein. Wer das nicht hat, nimmt einfach Olivenöl oder irgendein anderes leckeres Öl, was ihr mögt, und pinkelt das dann ein. Aber ihr seht, ich kann das hier punktuell einfach einsprühen, ohne viel Sauerei zu machen. So, das stelle ich mir schon mal beiseite. Ich habe mir hier einfach mal ein Holzbrettchen vorbereitet, damit ich nicht ganz so viel Sauerei mache. Kartoffeln sind ja, wenn sie zu lange an der Luft sind, werden die braun und die werden schnell braun. Deswegen empfiehlt es sich immer, Kartoffeln zu schälen, in Wasser zu tun. Außerdem reinigt man die dann auch noch direkt, kann die schön abspülen, mit Wasser voll machen und kann dann ganz in Ruhe arbeiten, ohne die Angst zu haben, dass irgendwas braun wird. Dann nehme ich meine Reibe. Es empfiehlt sich bei dem Rezept auch wirklich eine Reibe zu benutzen, weil wenn man die mit der Hand schneidet, auch wenn man jetzt sehr begabt ist mit dem Messer und die schön fein schneiden kann, ist es dennoch so, dass man oft nicht die gleiche Dicke hat und dann backen die nicht gleichmäßig durch im Backofen. Und dann kann das passieren, dass manche Stücke noch roh sind. Ich finde nichts schlimmer. Ich habe da wirklich ein Trauma schon als Kind gehabt von Kartoffelsalaten, wenn die Kartoffeln nicht durchgekocht waren. Deswegen ist eigentlich Kartoffelsalat für mich schon immer bäh gewesen. Deswegen empfehle ich euch wirklich eine Reibe zu benutzen. Und ich habe auch letztens eine Umfrage gesehen. Da hieß es, dass die Reibe das Produkt ist, was fast jeder im Haushalt hat. Oder was am meisten benutzt wird. Da musste ich ein bisschen lachen, weil bis vor kurzem hatte ich noch gar keine. Aber es ist wirklich praktisch, wenn man sich eine anlegt. Die stelle ich jetzt auf die geringste Stufe ein, also auf die ganz dünnste. Und dann legen wir auch schon los mit dem Reiben. Jetzt nimmt man sich einfach eine Kartoffel raus, lässt die so ein bisschen abtröpseln und schreibt die einmal hier rein. Ihr seht, jetzt haben wir hier schöne Streifen. Die legt man sich am besten auch schon direkt so in Form, damit wir sie dann gleich vorsichtig einmal aufrollen können zu einer runden Rose. Und danach versucht man sie ganz vorsichtig rumzurollen. Dann legt ihr sie in eure Muffinform. Und das macht ihr jetzt mit allen Kartoffeln so. Keine Angst, wenn die auseinanderfallen, das ist überhaupt nicht tragisch. Man kann da einfach mit der Hand immer in der Form das Ganze noch schön zu einer Rose formen. Und das mache ich jetzt einfach mit allen so. Die Mitte kann man dann auch einfach so schön schon rund formen. Und das A und O ist, dass man es komplett befüllt, damit das richtig schön voll ist. Jetzt ganz einfach. Hier habe ich einen Teelöffel Thymian. Wer Rosmarin lieber mag als Thymian, der nimmt einfach Rosmarin, aber ich finde, Rosmarin kann auch ganz schnell den Geschmack verderben und Thymian schmeckt immer lecker. Das sind hier jetzt getrocknete, wenn man natürlich jetzt im Sommer ist und draußen auf dem Balkon oder sonst wo frische Kräuter hat, würde ich natürlich frische benutzen. Hier habe ich die getrockneten, dann einen Teelöffel Salz, eine Knoblauchzehe,
Wer mag, wer nicht mag, lässt es einfach weg. Und dann messe ich jetzt einfach mal das mit dem Olivenöl ab. Ich weiß nicht, wie viel genau. Das ist jetzt übrigens ein Orangen-Olivenöl, weil das Salatdressing werde ich nämlich auch mit Orangen machen. Da habe ich mir gedacht, passt das natürlich perfekt, ne? Also ich gebe jetzt erstmal 4 Esslöffel rein. Es riecht auch schön nach Orange. Ich bin schon ganz gespannt. Dann wird das Ganze verrührt. Es duftet wirklich herrlich. Ich bin mal ganz gespannt, wie das schmeckt. Und das wird jetzt ganz einfach auf die Kartoffelröschen draufgegeben. So, ihr seht die Röschen. Die werden jetzt einfach hier bepinselt mit der Kräutermarinade. Ich versuche das mit dem Pinsel immer so ein bisschen reinzudrücken, damit das auch zwischen die Furchen geht. Ihr seht, wenn es nicht ganz reicht, aber noch genügend Kräutermasse da ist, gibt ihr einfach nochmal einen Esslöffel Olivenöl da rein, dass sich das Ganze schön verteilt. Dann braucht man auch da nichts nachzuwürzen. So ihr Lieben, die sind jetzt fertig. Ich habe jetzt im Übrigen, eigentlich wollte ich nur 6 Kartoffelröschen machen, weil das deutlich ausreichend ist. Aber ich hatte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kartoffeln geschält und die haben jetzt auch für 9 Förmchen gereicht. Also würde ich sagen, plant ungefähr eine Kartoffel pro Förmchen ein. Es ist immer so ein Plus und Minus. Ich habe manchmal auch 2 gebraucht für 1, je nachdem wie groß die Kartoffel war. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass man versucht, die Röschen nicht ganz so hoch zu machen. Also eher versuchen, immer so, also eher die kleineren, flacheren Kartoffeln benutzen und nicht die ganz großen, weil dann der Durchmesser einfach zu groß ist und je höher das hier oben ist, desto mehr verbrennt dann später, obwohl die noch nicht durch sind. Deswegen würde ich sagen, haltet euch da lieber an die kleineren. Ich habe hier festkochende Kartoffeln verwendet. Ich habe im Übrigen schon mal in der Zwischenzeit den Backofen auf Heißluft 160 Grad vorgeheizt. Da werde ich dann die ungefähr für zwischen 30 und 40 Minuten backen. Ich sage euch gleich, wie lange die gebacken haben. Und werde dann ungefähr 15 Minuten vorher, also ich werde einfach schon nach 25 Minuten mir den Timer stellen und die dann nochmal kurz einpinseln mit dem restlichen Olivenöl. So ihr Lieben, ich darf das Ganze endlich probieren. Ich bin auch schon wirklich gespannt, wie es schmeckt mit diesem leckeren Olivenöl, was ich verwendet habe. Abgesehen davon habe ich im Übrigen einfach nur Feldsalat mit so ein bisschen Gemüse und einem selbstgemachten Orangen-Senf-Dressing gemacht. Ich denke, das rundet dann den Geschmack zu dem orangen Olivenöl, was ich benutzt habe, auch noch ab. Und es schmeckt wirklich bombastisch. Super lecker. Dieses Orange, der Orangensaft kommt hier richtig gut raus. Im Übrigen, was ich euch noch als kleinen Tipp sagen will zu den Muffin-Backförmchen. Wenn ihr eine Muffinbackform mit einem Hefeboden habt, dann ist es ja unten nicht komplett dicht und da tritt dieses Öl aus. Da ist es ganz wichtig, dass ihr einfach unter dem Backblech am besten nochmal ein Backpapier legt, damit ihr jetzt auch Nummer sicher geht, dass das Öl nicht in den Backofen ausläuft und dann unten verbrennt und einen riesen Dampf macht. Das ist mir nämlich beim ersten Mal passiert. Das war super ärgerlich, also da auf jeden Fall einfach vorbeugen. Und ihr seht, ich habe die jetzt im Übrigen wirklich 40 Minuten ausgebacken. Habe nach 30 Minuten nochmal kurz den Rest, den ich in diesem Gläschen hatte, von der Gewürzmischung nochmal oben drauf getan und dann nochmal 10 Minuten weiter gebacken. Und ihr seht, die sind super schön goldbraun geworden. Also ich würde das alles in allem, dieses Rezept, so nachmachen. Ich hoffe, ihr macht es nach und seid dann auch begeistert von diesem Rezept. Und wenn ihr das nachmacht, freue ich mich natürlich auch, wenn ihr das auf Instagram postet und mich dabei verlinkt oder so. Und ich würde sagen, ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.